Hallo Leute und willkommen zurück bei Henrys Geheimnis. Wir spielen jetzt die beiden nächsten Episoden, wie wir es uns auch tun. Alex, hast du schon mal davon gehört, dass Leute bei uns in der Schule Handys klauen? Warum? Hat dir jemand deins geklaut? Nein, es geht nicht um mich, sondern um Tiffany, ein Mädchen aus der 10. Sie hat innerhalb von 2 Wochen 2 Handys verloren. Das ist ein bisschen viel. Sieht aus, als hätte es jemand auf sie abgesehen. Ja, das habe ich auch gedacht. In den Pausen zwischen den Stunden herrscht immer Chaos. Der Philo-Lehrer ist noch nicht da. Wir nutzen die Gelegenheit zum Quatschen. Laila, war das gestern Tiffany, mit der du geredet hast? Ich habe euch vor dem Unterricht gesehen. Henry war auch da. Ja. Ich muss wieder an ihre Tränen und an Henrys Versprechen denken. Oje, was soll ich in der Sache bloß unternehmen? Sah aus, als ging es ihr nicht gut. Ja, jemand klaut ihre Sachen. Innerhalb von 14 Tagen wurden ihr schon 2 Handys gestohlen. 2 Handys? Oh, die Arme. Laila? Tiffany steht in der Tür des Klassenraums. Ich mache ihr ein Zeichen, zu uns zu kommen. Hallo Tiffany, wie geht's dir heute? Es geht. Hier, ich hab dir den Sitzplan mit allen Namen der Schüler gemacht. Clément sieht mich ernst an, sagt aber nichts. Danke, Tiffany, ich sehe mir den Plan an und wir treffen uns später. Oh, ich weiß schon genau, was Clément denkt und es ist genau richtig, was er denkt. Okay, danke, dann bis später. Tiffany geht wieder in ihre Klasse. Ihr Lächeln hat sie verloren. Ich drehe mich zu meinen Freunden um und warte auf eine Standpauke. Tatsächlich stehen beide mit gekreuzten Armen vor mir. Oh mein Gott, wie böse die gucken. Du kannst es echt nicht lassen, oder? Spielst du neuerdings Detektiv? Stell dir vor, das ist Henrys Schuld. Er hat Tiffany unsere Hilfe angeboten. Sprechen wir über denselben Henry? Ja, er ist viel gesprächiger, als ihr denkt, das kann ich euch versichern. Ja, und was hat dir die Kleine gegeben? Ja, was hat uns Tiffany wohl gegeben? Mal sehen. Ich weiß nicht, wonach ich eigentlich suche. Ich bin echt keine gute Detektivin. Was? Gabriel Zhuang? Kennst du den? Nein, aber sein Nachname sagt mir was. Clément, sagt dir das was? Das ist der Nachname von Remy. Mit wem? Von einem der Typen aus Enzos Gang. Ah, jetzt weiß ich wer. Jogginghose Nummer 1. Jasmine verdreht die Augen. Jogginghose Nummer 1, ja. Dieser Gabriel sitzt direkt hinter Tiffany. Wenn er denselben Nachnamen hat wie Remy, sind sie sicher verwandt. Und das führt uns auf eine heiße Spur. Bevor ich in die Mensa gehe, muss ich Tiffany finden. Die Sache mit dem Nachnamen, das ist mein einziger Anhaltspunkt. Suchst du was? Ich hab Hunger, gehen wir? Geht schon mal vor, ich komme gleich nach. Wie du willst, ich hab jetzt Kohldampf. Meine Freunde gehen in die Mensa und ich suche nach Tiffany. Ich treffe schließlich Henry. Er hat ein Buch in der Hand, schaut mich aber direkt an. Ohne den Blick abzuwenden, gehe ich auf ihn zu. Er schließt das Buch und packt es weg. Hallo. Hallo. Tiffany hat mir heute Morgen den Sitzplan ihrer Klasse gegeben. Ich hole mein Handy heraus, um ihm den Plan zu zeigen. Ich gebe zu, ich habe nicht wirklich Ahnung, wo wir anfangen sollen. Sagt dir vielleicht einer der Namen etwas? Ja, ein gewisser Gabriel Zhuang. Er sitzt gleich hinter ihr. Ist das nur ein Zufall? Ich weiß es nicht. Kennst du den?
Henry kommt noch etwas näher, um das Foto des Sitzplans besser anzuschauen. Diese plötzliche Nähe kommt für mich unerwartet. Während er sich aufmerksam das Foto auf meinem Handy anschaut, kann ich nicht anders als ihn anzusehen. Oh, ihr Blick geht sogar nach oben, wie süß ist das denn? Seine Haut, seine Haare, seine langen Wimpern, sein Mund. Ich gebe mir innerlich einen Ruck, um mit der Träumerei aufzuhören. Ich war auf der Suche nach Tiffany, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Als ich den Kopf hebe, sehe ich sie allein auf einer Bank sitzen. Ich gehe zu ihr. Hey, was machst du denn hier ganz alleine? Ich habe noch nicht so viele Freunde in meiner Klasse, aber es macht mir nichts aus, allein zu sein. Sie spielt die Starke. Ich setze mich neben sie. Oh, okay, wir wollen reden. Jogginghose Nummer 1. Yes. Kennst du den hier? Ja, das ist der große Bruder von Gabriel. Manchmal wartet er nach der Schule auf ihn. Sie sehen sich ziemlich ähnlich und ziehen sich fast gleich an. Oh, hier hat sich was getan. Remy. Jogginghose Nummer 1 ist verschwunden und heißt nun Remy. Eine deutliche Verbesserung. Vielleicht nochmal über Remy? Nein. Gabriel. Oh, ja, ich lese gleich vor, was da stand. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Sie senkt den Blick. Er mag mich nicht besonders. Wenn ich mich im Unterricht beteilige, nennt er mich immer Tiffany, die Schleimerprinzessin. Wirklich kindisch. Ja, total bescheuert. Und warum Prinzessin? Weil er meint, ich würde mich geziert benehmen und für was Besseres halten als die anderen. Ich sehe Henry an. Er ist sichtlich wütend über das, was Tiffany uns erzählt hat. Wir lesen mal kurz. Gabriel ist der kleine Bruder von Remy, alias der Jogginghose Nummer 1. Er sitzt im Unterricht direkt hinter Tiffany. Über was könnten wir denn noch reden? Jetzt über Jay? Immer noch nicht. Okay, jetzt vielleicht über das Foto? Auch immer noch nicht. Über den Schlüsselanhänger? Ja. Guck mal, das habe ich vor ein paar Tagen auf dem Boden gefunden. Tiffany macht große Augen. Mein Schlüsselanhänger, du hast ihn gefunden? Oh, der sieht aber nicht gut aus. Nein, wie schade. Den hat meine Mutter mir geschenkt. Solche werden nicht mehr hergestellt. Henry und ich sehen uns an. Sie tut uns leid. Unser Handy klingelt. Mist, das ist Clement. Ich entschuldige mich bei Tiffany und Henry und gehe dran. Layla, was treibst du bloß? Wir haben schon angefangen zu essen. Komm endlich. Ganz schön streng, der Herr. Na komm einfach. Ja, ja, ich komm schon. Ich lege auf. Tiffany, Henry, ich muss leider gehen. Okay. Ich gehe in Richtung Mensa. Und lässt Tiffany und Henry da einfach stehen. Weil sie ja auch miteinander reden könnten. Die zwei Personen, die eigentlich nicht reden. Na endlich, da bist du ja. Tut mir leid. Bist du noch mit deinen Nachforschungen beschäftigt? Ja, sieht aus, als wäre Gabriel wirklich Remys Bruder. Tiffany hat erzählt, dass er sie immer Schleimerin nennt und nicht besonders mag. Ein bisschen mager als Beweis. Ich weiß, aber mehr habe ich nicht. Von Weitem sehe ich Remy und mit Enzo und den anderen Typen essen. Sie lachen laut. Zu laut, um natürlich zu sein. Ich esse, ohne den Blick vom Tisch der Jungs abzuwenden und meinen Freunden zuzuhören. Als wir fertig sind, gehen wir zum Ausgang. Aber im letzten Moment mache ich einen Schlenker und baue mich vom Tisch von Enzo und Remy auf. Hey Süßer, willst du mit mir essen? Für dich ist hier immer Platz. Das ist so ein ekelhafter Typ, Leute. Nein, danke, Enzo. Ich hab's schon gegessen.
Ich brauche eure Hilfe. Oh, und wer sagt dir, dass die umsonst ist? Er nähert sich und baut sich vor mir auf. Ich verziehe keine Miene. Ich drehe mich zu seinen Kumpels um und richte mich an alle. Was ich vorhabe, ist ein bisschen riskant, aber ich lächle und fange an. Habt ihr was von gestohlenen Handys gehört? Remy sieht mich an, verzieht das Gesicht und stammelt. Wie, was? Wieso fragst du uns das? Beschuldigst du uns etwa? Glaubst du, wir hätten die Handys gestohlen? Das habe ich nicht gesagt, Remy. Aber seine Reaktion spricht Bände. Einer Freundin wurden zwei Handys geklaut, deshalb frage ich bei allen rum. Zuerst bei meinen eigenen Mitschülern. Ich forsche eben nach. Wir wissen von nichts. Aber wenn wir was hören, sagen wir dir Bescheid. Du musst dafür nur sehr nett zu uns sein. Danke, Enzo. Ich werde mich weiter umhören. Damit verlasse ich die Mensa. Na, ob Remy da nicht etwas zu verheimlichen hat? Der Unterricht am Nachmittag ging schnell vorbei. Ausnahmsweise habe ich mich nicht gelangweilt. Ich habe an Remy und seine auffällige Reaktion gedacht. Ich bin sicher, er weiß etwas über die Handys. Aber was hat er damit zu tun? Es klingelt und alle verlassen die Klasse, um in die Pause zu gehen. Außer Henry. Ohne zu zögern, kommt er auf mich zu. Hast du etwas Neues erfahren? Nein, Herr Inspektor. Und Sie? Hat das Labor Ihnen schon die Untersuchungsergebnisse geschickt? Er lächelt. Du siehst zu viel fern. Musst du gerade sagen, du hast mich doch in diese Sache hineingezogen. Ich dachte, das passt zu dir. Einem kleinen Mädchen in Schwierigkeiten helfen, das ist doch genau das Richtige für dich, oder? Im Ernst, hast du was erfahren? Ah ja, okay. Fangen wir mit Remy an. Ich habe heute Mittag mit Enzo und seinen Klonen geredet. Ich habe sie gefragt, ob sie etwas von gestohlenen Handys gehört hätten. Und, wie hat Remy reagiert? Er hat als erster geantwortet und sein Verhalten war sehr verdächtig. Das passt. Meinst du, er hat die Handys gestohlen? Ich weiß es nicht. Ich möchte ihm lieber nicht zu Unrecht anschwärzen, obwohl alles dafür spricht, dass er was damit zu tun hat. Es war ihm jedenfalls sehr unangenehm. Ich glaube, ich habe ihm Angst gemacht. Versuch nochmal auf dem zweiten Handy von Tiffany anzurufen. Da haben wir doch schon mehrmals versucht. Versuch's nochmal. Bitte. Gut. Ich suche in der Anrufliste meines Handys und finde die Nummer, die Tiffany gewählt hatte. Ich schalte auf Lautsprecher, damit Henry mithören kann. Er beugt sich zu mir herunter und das bringt mich durcheinander. Mist, so nah ist mir noch kein Junge gekommen. Hä? Noch keiner? Ich dachte, sie hätte schon Freunde gehabt? Das Ertönen einer Stimme bringt mich in die Realität zurück. Hallo? Ich sehe Henry erschrocken an. Er ist genauso überrascht. Als er sieht, dass ich nicht reagiere, nimmt er das Handy. Hallo, wer ist da? Und wer bist du? Ich habe das Handy gerade in einem Mülleimer gefunden. Es hat geklingelt, als ich daran vorbeilief. Deshalb bin ich drangegangen. Können wir das Handy irgendwo abholen? Ja, ich bin auf dem Schulhof. Ich warte unter den Arkaden. Wie erkenne ich dich? Ich trage eine rote Jacke. Ich bin groß, blond und hab ne Brille. Ich bin in Begleitung eines Mädchens. Willkommen. Er legt auf und wir laufen auf den Hof. Wir kommen auf den Hof an, wo schon viele Schüler sind, und suchen den Jungen mit der roten Jacke. Wir finden ihn ohne Probleme und er erkennt uns sofort. Er winkt uns mit der Hand, in der er Tiffanys Handy hält. Hallo. Danke, dass du das Telefon gefunden hast. Ich bin Henry und das ist Lila. Ich bin Jules.
Ich schenke Jules mein strahlendstes Lächeln, denn ich habe den Eindruck, dass wir das Handy nicht so einfach wiederbekommen. Wenigstens scheint mein Lächeln zu wirken. Jules wirkt beeindruckt. Da ging eben der Mundwinkel hoch. Henry kommentiert meine kleine Verführungsnummer damit, dass er eine Augenbraue hochzieht. Jules, können wir uns das Handy mal ansehen? Ja, klar. Er hält mir das Handy hin, ein ganz gewöhnliches. Es ist rosa und stimmt mit der Beschreibung überein, die uns Tiffany gegeben hat. Das muss Tiffany sein. Ich sehe Henry an und nicke. Das ist das Handy, wir haben es wiedergefunden. Hey, und woher weiß ich, dass es euch gehört? Dass ihr die Nummer angerufen habt, reicht mir nicht. Henry dreht sich zu mir um. Auf dieses Problem war er nicht vorbereitet. Wenn's dein Handy ist, dann entsperr's doch. Mist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Es sei denn... Tiffany ist ein riesiger Fan von Jay. Ich muss es schaffen, ein J auf das Display zu zeichnen, um es zu entsperren. Dafür muss ich wohl manche Punkte zweimal verbinden. Oh Leute, das habe ich gesehen. Ganz ehrlich, ich fand das so schrecklich. Ich glaube, das war was ganz Kompliziertes irgendwie. Aber wieso hat er den nicht mitgenommen? Oh, es war irgendwie, dass das kein normales J war oder so. Ach, das war so ein komisches, wie heißt es denn hier, aus so einer komischen Schriftart. So. Ha! Und da ist Jay. Komischerweise erkennen wir das trotzdem nicht, obwohl Henry direkt vor unserer Nase steht. Egal. Bitteschön. Ich merke, wie sich Henry neben mir entspannt. Nochmal vielen Dank, dass du es gefunden hast. Ich weiß nicht, wer sich den schlechten Scherz erlaubt hat, das Handy zu klauen und in den Müll zu werfen, aber es war kein bisschen lustig. Gern geschehen. Ich lächle ihn noch einmal an. Jules errötet und geht. Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass du das Handy so schnell finden würdest. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und wir wissen immer noch nicht, wer es war. Der Dieb muss Angst bekommen haben. Ich bin sicher, dass er gehört hat, was du zu Enzo und seiner Gang gesagt hast. Das glaube ich auch. Du hast es geschafft. Danke. Ja, aber ich war nicht allein. Du warst zum Glück auch noch da. Das habe ich gern getan. Du hast es uns ja auch eingebrockt, du Vogel. Ich freue mich sehr für Tiffany. Morgen kann ich ihr immerhin eins ihrer beiden Handys zurückgeben. Aber der Dieb läuft immer noch frei herum. Es klopft. Oh, Alex. Und, was war mit den gestohlenen Handys? Meine Informanten sagen, du hättest in der Schule Ermittlungen angestellt. Ja, ich glaube, der Dieb hat das auch gehört und Angst bekommen. Danach hat nämlich jemand das zweite Handy in der Mülltonne gefunden. Ein ganz gewöhnlicher Tag für Lila in Metropolis. Alex verlässt mein Zimmer, sichtlich stolz auf seinen Witz. Henry ist mir während der gesamten Ermittlung nicht von der Seite gewichen. Zum Glück, schließlich hat er mich auch in die Geschichte hineingezogen. Und auch weil es zu zweit eben besser war. Allmählich taut er auf. Er ist offener zu mir und versteht sich auch mit meinen Freunden. Ich bin gerne in seiner Gesellschaft. Oh, ja! Ich hasse es zu wissen, dass da noch so viel hin und her kommt. Aber egal. Sie kommen sich näher, Leute. Und wie nah sie sich kommen, zumindest einen kleinen Teil davon, erfahren wir in den nächsten beiden Episoden, Szenen, wie auch immer ihr es nennen mögt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.